Zu Wort gemeldet. Als nächste Rednerin zu Wort gemeldet Karin Doppelbauer von den NEOS. Danke, Herr Präsident. Frau Bundesminister, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen. Mir ist erst vor ein paar Tagen wieder was passiert, das Sie vielleicht auch schon erlebt haben, nämlich wenn Sie Freunde, Bekannte oder vielleicht auch Kollegen aus dem Ausland in Österreich zu Gast haben, die dann in den Supermärkten schauen und einkaufen und sagen, wow, ihr habt wirklich lässige Produkte. Und mir ist es passiert mit einer Freundin aus Norddeutschland, die da war und gesagt hat, wir haben in Österreich wirklich ein hochwertigeres Angebot, als sie in ihrem lokalen Supermarkt zu Hause vorfindet. Und nicht zuletzt deshalb sollten wir auch hier und heute bei aller Diskussion und bei aller Liebe zum Diskurs und bei allen Verbesserungsmöglichkeiten, die hier auch im Raum stehen und die definitiv aufgegriffen werden müssen, eines nicht aus den Augen verlieren. Wir haben eine Chance und wir haben auch aus meiner Sicht auch eine Verpflichtung, das übliche Parteienhickhack kurz beiseite zu lassen und im Sinne der Sache, im Sinne für die Landwirtinnen und für die Landwirte in Österreich zu argumentieren und überparteilich ein Zeichen zu setzen. Es geht um viel. Im Vorjahr hat Österreich Lebensmittel und Agrarprodukte im Wert von fast 12 Milliarden Euro exportiert. Das sind fast 8% aller heimischen Waren- und Dienstleistungsexporte. Und wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, dann wird man sehen, dass die Menge der Exporte zurückgegangen ist, aber dass es de facto so war, dass der Wert der Exporte gestiegen ist. Und das ist auch aus meiner Sicht genau das Richtige, weil worum geht es am Ende des Tages? Wir werden in Österreich nie die Menge exportieren können, das wollen wir auch nicht und ist bis zu einem gewissen Grund auch nicht sinnvoll. Aber wir müssen auf Qualität setzen. Und Qualität heißt auch, dass das entsprechende Kundenvertrauen in die österreichischen Marken und in die österreichischen Produkte weiter aufgebaut werden muss. Am Ende des Tages ist es so, dass dieses Kundenvertrauen, das in die Qualität gesetzt wird, langfristig die Selbstversorgung in Österreich aufrechterhalten kann. Es kann die Wertschöpfung oder es muss die Wertschöpfung und die Verarbeitungswirtschaft steigern und es muss die Exporte letztendlich ankurbeln. Und wenn wir von Exporten reden, jetzt ist der Herr Kollege Zingel gerade nicht da, der Großteil der österreichischen Landwirtschaftsexporte geht nach Italien oder nach Deutschland. Und wenn man so wie ich jetzt aus einer Gemeinde kommt, die recht nah an der Grenze ist, dann ist es mir wirklich lieber oder eigentlich in Wahrheit egal, ob die Produkte von Schärding nach Passau kommen oder sie noch in dem Fall nach Bayern oder ob sie ins Burgenland transportiert werden. Aber wie gesagt, worum geht es? Es geht um drei Punkte. Wir müssen die Absicherung und die Kennzeichnung unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel durch europäisches und nationales Recht absichern, aber natürlich auch verbessern. Wir müssen den Schutz der Ursprungsbezeichnungen, der geografischen Angaben und der traditionellen Spezialitäten definitiv stärker in den Fokus rücken, mit dem Auge auf die Transparenz, weil worum geht es? Es geht hier um das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten. Und Sie alle wissen, wie wichtig dieses gemeinsame Bekenntnis zur Qualität und zum Export und das Vertrauen in die Konsumenten, dass dieses Gesamtpaket das Wichtige ist, was wir in der österreichischen Landwirtschaft erhalten und weiter ausbauen müssen. Und es freut mich deswegen, dass fast alle im Nationalrat vertretenen Parteien im Landwirtschaftsausschuss dieses Anliegen unterstützen. Und ich möchte zum Abschluss aus voller Überzeugung auffordern, unterstützen wir gemeinsam die österreichischen Landwirtinnen und Landwirte und geben wir ihnen das Rüstzeug mit, dass sie auch in Zukunft erfolgreich wirtschaften können, daheim, in Europa und auf der ganzen Welt. Danke sehr. Die Politik habe eine Verpflichtung, überparteilich ein Zeichen für die Landwirtschaft zu setzen, sagt Karin Doppelbauer. Sie ist die Landwirtschaftssprecherin der NEOS.